Hallo Freunde. Hallo Fans. Wir begrüßen euch zu einem erweiterten Mukbang, zwischengeschobenen Mukbang. Eigentlich wollte ich keinen Mukbang machen, wenn ich das koche, was ich gestern eingekauft habe. Aber mich hat heute ein Kommentar erreicht, wo ich nicht ganz mit zufrieden bin. Und darüber müssen wir mal reden. Ich tue dir mal was auf. Ja, also ich habe gekocht. Ja, ich weiß nicht, wie ich es nenne, aber auf jeden Fall mit dem veganen Hackfleisch, mit Tofu, mit Pilze, mit Karotten, mit Frühlingszwiebeln, Paprika, Knoblauch. Ja, so halt, ne? Also, es ist nicht vegan, weil Hühnerbouillon drin ist. Also es ist nur vegetarisch, aber wenn ihr das Hühnerbouillon weglasst, dann ist es vegan. Ja, also, in dem heutigen Video, was heute online kam, wo ich mich so ein bisschen darüber mokiere, dass die Daumen nach unten und aber nicht gesagt wird, wieso, weshalb, warum und ja, da habe ich einen Kommentar bekommen. Guten Appetit, Schatzi. Ja. So, also, und zwar von dir, liebe Anna. Kann ja jeder lesen, deshalb kann ich jetzt auch vorlesen. Mensch, Ille, dein Ton ist manchmal etwas heftig, da bin ich jetzt ehrlich. Ist gut, dass du ehrlich bist. Und Kritik ist nun mal eine ganz normale Sache, wenn ihr euch öffentlich macht. Deine Art ist häufig etwas derb, finde ich schade. Freunde machst du dir damit keine. Woher willst du das wissen? Naja, ist so. Und ich denke, es geht einigen hier so, denen das nicht gefällt. Sie sagen es nur nicht. Nun kannst du natürlich sagen, brauchst ja nicht gucken, unseren Kanal. Nur sag das mal jedem, der dir sagt, was er denkt. Letztendlich kritisierst du alles, was dir nicht gefällt. Also dürfen das auch deine Abonnenten. Ich wünsche euch ein ganz wunderbares Tralala. Natürlich dürfen es auch meine Abonnenten. Aber weißt du, das ist doch wieder ein Widerspruch in sich, was du schreibst, liebe Anna. Die Abonnenten dürfen mich kritisieren, aber ich darf keine Kritik äußern. Das geht nicht. Das geht nicht. Und ich bin, wie ich bin. Und ich verstelle mich für niemanden. Für niemanden. Ich war nie ein Arschkriecher. Ich werde kein Arschkriecher sein. Und nur damit man einen Daumen nach oben bekommt. Nee, Leute. So, nee, funktioniert so nicht. Ich bin, wie ich bin. Und ihr könnt Daumen nach unten geben. Damit habe ich auch gar keine Probleme. Aber bitte, dann sagt doch wenigstens, warum. Und nur einen Daumen nach unten zu geben, ist keine Kritik, liebe Anna. Man muss dann die Kritik auch äußern. Ja, du äußerst ja die Kritik. Ich äußere meine Kritik. Andere verstecken ihre Kritik hinter einem Daumen nach unten. Natürlich kritisiere ich, was mir nicht gefällt. Machst du das nicht? Bist du ein Mensch, der alle tendiert, nur des Friedens willen? Dann tust du mir echt leid, Anna, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann tun mir solche Menschen leid, die alle tendiert, nur des Friedens willen. Nein, wenn mir was nicht gefällt, dann bringe ich das zum Ausdruck. Und das sollte jeder machen. Das ist nun mal so. Aber dann zu sagen, ich kritisiere alles und ist derb natürlich. Ich bin, wie ich bin. Ich bin sehr impulsant, ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr temperamentvoll. Und jetzt sage ich es auch, und wem das nicht gefällt, der muss mich nicht gucken oder uns nicht gucken. So einfach ist das. Ich werde mich für niemanden ändern, auch nicht für YouTube. Und ich denke, gerade deswegen werden wir eigentlich gemocht, weil wir so sind, wie wir sind und weil wir uns nicht verstellen. Verstellen tun sich 100.000 andere YouTuber. Wir machen es nicht. Ich bin, wie ich bin. Ich bin so, wie hier im Video, bin ich auch real. Und klar ist mein Ton manchmal her und mach mir keine Freunde damit. Woher willst du es wissen? Aber wie gesagt, ich bin, Leute, ich bin, wie ich bin. Ich war, klar, ich ecke oft damit an. Ich bin im Berufsleben damit angeeckt. Aber trotzdem, ich bin ich selbst geblieben. Ich bin mir immer treu geblieben. Und das ist für mich am wichtigsten. Ja. Ich meine, Kritik, wir haben beide nichts gegen Kritik. Aber für mich ist der Daumen nach unten ist einfach für mich eigentlich Feigheit. Ja, aber ja, genau. Warum ist man denn feige? Man kann doch Kritik äußern. Konstruktive Kritik ist immer
bekommen, aber wirklich konstruktive Kritik. Gut, es gibt natürlich dann auch halt welche, die halt dich als Person nicht mögen. Oder die uns als Person. Dann sollen sie schreiben. Ja, gut, aber. Dann sollen sie schreiben, ich mag dich nicht. Aber dann frage ich mich, warum guckt ihr uns? Oder warum guckt ihr mich? Das ist doch alles so widersprüchlich. Wenn man mich nicht mag, dann guckt man mich nicht. Altbekanntes Thema. Kann man immer wieder aufrollen. Aber nur weil ich die Wahrheit sage. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich meine, ich kann jeden Honig ums Maul schmieren. So ist es nicht, kann ich auch. Aber das bin ich nicht, Leute. Ich bin das nicht. Ich bin das einfach nicht. Das bin ich nicht, Maus. Nee, das weiß ich doch. Das weiß ich doch, dass du es da nicht wärst, wenn es du machen würdest. Nee. Ja. Da fühle ich mich nicht wohl. Das geht nicht. Das, was mir nicht passt, bringe ich zum Ausdruck. Genau wie ihr jetzt zum Ausdruck bringen könnt, ist es uns auch erlaubt, Kritik zu äußern. Nicht nur euch. Ja. Nur alles hinnehmen des Friedenswillens. Nee, Leute, also. Wer das macht, der wird doch krank. Der wird doch krank. Oder? Ja. Schmeckt es dir eigentlich noch? Ja, natürlich. Schmeckt fantastisch. Na gut, ja. Mhm. Und das Hackfleisch kann man machen. Ja, gut, wobei ich nicht wirklich merke. Ja, nee, na, weil das nicht so. Hier, das ist Hackfleisch hier. Also das vegane Hack. Aber ja, das geht eigentlich in allem unter. Ja. Aber kann man machen. Also mir schmeckt es gut heute. Schmeckt mir immer gut. Und klar mag es sein, dass ich mich manchmal im Ton vergreife, aber ich bin dann so in Rage. Und wer vergreift sich nicht im Ton, wenn er in Rage ist? Aber ich verletze niemanden. Ich greife niemanden an. Ich sage nur meine Meinung. Mehr nicht. Also. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht angegriffen, Anna, aber ich musste das jetzt einfach loswerden. Weil, kann ich so nicht stehen lassen. Und wie gesagt, wer mit mir, mit meiner Art nicht klarkommt, der ist falsch auf unserem Kanal, ganz ehrlich. Ich bin direkt. Und sag, was ich denke. Und so wird es immer bleiben. Von den anderen, hier bitte nur bei YouTube. Dann guckt euch die an, wenn ihr Honig ums Maul geschmiert bekommen wollt. Und vorne rum im Ernst, sobald sie die Kamera ausmachen, denken sich, oh mein Gott. Davon gibt es ja noch. Aber nicht wir nicht. Und sie sagt auch, was sie denkt. Und außerdem, ihr seht uns maximal 40 Minuten. Einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche. Manchmal dreimal die Woche. Da könnt ihr euch noch gar kein, oder du, Anna, den noch gar kein Urteil bilden, wie wir wirklich sind. Na gut, aber das würde sich jetzt, Schatz, jetzt muss ich dich mal, da muss ich jetzt mal einen Einwand geben. Du sagst, wir sind vor der Kamera genauso wie wir. Ja. Ja. Aber ich vergreife mich ja nicht den ganzen Tag im Ton. Nein. Ich äußere nicht den ganzen Tag Kritik. Nein. Das meine ich damit. Also, okay. Verstehst du? Weil das würde dann heißen, ihr kennt uns ja nur, was ich, 40 Minuten. Das meine ich damit. Und nachher zu Hause und dann da hier ist dann Kritik und was weiß ich nicht alles. Und nachher, denn, wenn die Kamera aus ist, dann ist es Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, also. Das meine ich damit, Schatzi. Nichts anderes. Es ist nicht so, dass wenn wir jetzt die Kamera ausmachen, dass wir uns jetzt bekriegen oder was auch immer. Das läuft genauso wie vor der Kamera. Ach, und wer wirklich Menschenkenntnis hat, der kann uns eigentlich gut einschätzen. Hier zum Beispiel standfest.
Die kennt uns noch gar nicht so lange, aber die schätzt uns genau richtig ein. Genau richtig. Das ist, wenn man sich mit uns beschäftigt. Wie gesagt, man muss mich nicht mögen. Dazu muss ich auch was sagen. Mhm. Ich mag dich. Nur? Naja. Ich liebe dich natürlich. Na siehst du. Aber du hattest ja gesagt. Ja. Ich mag auch nicht jeden. Aber trotzdem kann man doch freundlich sein. Und kann ich zum Ausdruck bringen, wenn was nicht passt. Ja? Ja gut. Ist doch so, guck mal hier. Ich nehme jetzt mal Susi zum Beispiel. Nicht Susi. Doch Susi. Zum Beispiel. Ich mag Susi, aber ich habe ihr auch gesagt, dass ich nicht der Schreiber bin. Wenn sie mich bei Facebook oder WhatsApp anschreibt. Ich bin nicht so der Schreiber, bin ich nicht. Ich bringe zum Ausdruck, verstehst du? Ich sage ihr, du, pass auf, sei nicht böse, aber ich bin nicht so der Schreiber, also wunder dich nicht, wenn ich nicht immer antworte auf deine Nachrichten. Kann man noch machen. Und nicht einfach dann unfreundlich sein und rummeckern. Nee. Ja, man kann zum Ausdruck bringen, was eigentlich gefällt. Und wenn ihr zu feige seid, in die Kommentare zu schreiben, was euch missfällt oder was man eventuell anders machen könnte, dann tut ihr mir echt leid, ne? Wenn ihr dann nur die Funktion des Daumen runters benutzt, das ist dann, ja. Ja, aber ich sag ja, der Daumen runter ist in meinen Augen eigentlich nur ein Ausdruck von Feigheit. Ja. Na gut, wenn jemand sagt, also ich mag die nicht, aber warum gucke ich sie dann? Nein, du meinst doch. Warum gucke ich sie dann? Na? Und der Daumen ich mag so viele bei YouTube nicht, weil ich gucke sie mir nicht an. Ich habe sie einmal gesehen, nee, ist nicht meins, gucke ich mir nicht an. Aber da geht er nicht rauf und gibt Daumen nach unten. Macht man nicht. Jetzt hast du mir den Faden, hast du mir jetzt Entschuldigung. Zerrissen. Schmeckt dir der Tofu, ist lecker, ne? Hm? Ja. Jetzt hast du mir den Faden zerrissen. Entschuldigung. Entschuldigung, Schatzi. Was ist weg? Das ist. Entschuldigung, Maus. Entschuldigung. Tut mir leid. Entweder kommt es wieder. Oh, wenn man es nicht wichtig. Wenn es nicht wiederkommt, war es nicht wichtig. Ja. Ich versuche jetzt zu reproduzieren. Und wenn Anna sagt, das geht vielleicht vielen so. Ja, das glaube ich gar nicht. Weil sonst haben wir ja nicht so viel Daumen nach unten. Dann manchmal 9 oder so. Manchmal nur 5. Es ist da. Ich habe den Faden gefunden. Oh, gut. Der Daumen nach unten. Wenn ich jetzt ein Video mache, sei es das Backvideo oder ein Kochvideo, die Daumen nach unten gehen ja auch. Da stelle ich mir die Frage, an was übt ihr Kritik? Warum wird der Daumen jetzt runtergemacht? Habe ich und wird auch nicht geäußert, weißt du? Wird auch nicht geäußert. Ist das. Und jetzt die gemeinsamen Videos und der Daumen geht nach unten oder die Daumen gehen nach unten. Mit diesen Daumen, Was wollen Sie? Ja, genau. Was wollt ihr uns damit sagen? Wir wissen es doch nicht. Nee. Und wir können es auch nicht ändern. Nee. Nein, deswegen sage ich, ich sage ganz einfach, das sind auch Leute, die, ich sage jetzt bewusst, uns nicht mögen. Ja, oder mich nicht mögen. Nein, ich sage jetzt bewusst, uns nicht mögen. Ja. Denn der Daumen nach unten von wegen wehtun oder sowas. Ach nee. Gar nicht, nein, aber. Ich sag mal. Es betrifft uns beide in diesem Moment. Wenn ich jetzt ein Video, wie gesagt, wenn ich ein Video als Kochvideo oder Backvideo oder was auch immer, dann geht das an mich persönlich. Dann sehe ich das als eine persönliche Kritik.
Aber wenn jetzt wir zusammensitzen und die Daumen gehen nach unten. Ja, Kritik nicht, weil es wird ja keine geäußert. Ja. Ja. Weißt du? Oder, es gefällt nicht, aber wie gesagt, und dann frage ich mich, warum schaue ich mir das an, wenn es mir eh nicht gefällt? Ja. Ja, und so, jetzt bist du dran. Ja. Und versteht mich nicht falsch, ich ärgere mich nicht, dass ihr Daumen nach unten gibt. Da könnt ihr runtergeben noch und nöcher. Ich ärgere mich nur darüber, dass ihr nicht kommuniziert, dass ihr nicht sagt, wieso, weshalb, warum. Das ist der Grund, warum ich mich ärgere. Nicht, weil der Daumen nach unten geht, sondern einfach, weil ihr zu feige seid, zu sagen, wieso, weshalb, warum. Das ist der einzige Grund, was mich ärgert. Na, das schmeckt dir heute besonders gut, ne, Schatz? Schmeckt. Ich habe auch Hunger. Mal überlegen, wie spät es ist. Ja, es ist 17.51 Uhr. Ja, ne, ist schon heute spät. Ja. Ja. Ja, das musste ich einfach nochmal zum Ausdruck bringen, also. Möchtest du was haben? Nee, möchte ich nicht. Ich bin satt, Schatz. War sehr lecker. Ja. Also entweder nehmt ihr mich so, wie ich bin, oder ihr lasst es sein, ganz einfach. Ich werde mich für niemanden ändern. Ich wiederhole mich, aber es ist so. Wichtig ist, dass man sich selbst treu bleibt. Ich muss ja niemand anderen gefallen, ich muss nur mir selbst gefallen. Und das tue ich. Ja, ich gefalle mir selbst. Natürlich. Kalitelli! Der hört es doch nicht. Tofu ist das lecker, das ist das von HIT, das Bio-Natur-Tofu. Mhm. Das ist nicht so hart, ne? Ist richtig schön fluffig. Ach, das war, was du noch im Kühlschrank... Ja. Ach so. Hm. Und das, was wir schon mal gegessen hatten, mhm, wo wir auch so begeistert von waren. Du hast da, letztes Mal habe ich sie angebraten noch. Mhm. Und das nicht, jetzt habe ich sie einfach nur mitkochen lassen. Also vorgekocht und dann mitgekocht. Aber es ist richtig fluffig, ne? Also wirklich ist lecker. Jo. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, denkt mal drüber nach. Also benutzt die Daumenfunktion gerne für Kritik, aber äußert sie dann. Ansonsten seht ihr das nicht als Kritik und wir können nichts ändern. Ja, ich ändere mich sowieso nicht. Wir können's. Also ich selbst ändere mich nicht. Ich kann ändern, dass ich hier, wie es ich andere, wenn ihr meint, wir müssten mal andere Teller nehmen, nehmen wir gerne mal andere Teller oder das können wir alles ändern, aber meine Persönlichkeit werde ich nicht ändern. Ist so. Wer nicht mit klarkommt, ja, ist falsch auf unserem Kanal. Und wer mit unserer Ehrlichkeit nicht klarkommt, ist auch falsch auf unserem Kanal. So. Ist so. Es gibt genug. Es gibt genug andere Kanäle, wo ihr euch... Es gibt genug Unwahrheiten. Genau, Unwahrheiten und verstellt, wo man sich verstellt und real ist man doch nicht so. Und wenn ihr sowas lieber seht, dann müsst ihr euch auf anderen Kanälen umschauen. Ich bin direkt, ich sage, was ich denke, ich nehme hier ein Blatt vom Mund. Und wir machen die Friede, Freude, Eierkuchen. Genau, nur des Friedens willen. Nein. Nein. Das werdet ihr von uns nicht erleben. Und ich esse jetzt auch so weiter, wie ich, als wenn da die Kamera gar nicht an wäre. Genau. Wenn ich jetzt Lust hätte, meinen Teller abzulecken, würde ich ihn auch ablecken, ob die Kamera läuft oder nicht läuft. Und wenn ich mich über den Tisch fläzen will, dann fläze ich mich über den Tisch. Ja, echt mal. Wir sind, wie wir sind, oder ich bin, wie ich bin. Jetzt nochmal wir haben ein Alter erreicht, sag ich mal so. Genau. Wir haben ein Alter erreicht, in dem wir uns nicht mehr ändern müssen. Nee, genau. Wir beide befinden uns im Herbst des Lebens. Bald kommt der Winter. Ja, und da müssen wir nicht mehr. Nee. Wir wissen, was sich gehört. Genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was hast du mit dem Finger nach vorne gemacht, Schatzi? Wo? Da. Wo? Da. Wo? An dem. Wo? Da. Da. Habe ich mir wehgetan wahrscheinlich. Blut oder was weiß ich. Ja, ist das irgendwie scharf oder ja, was? Ja, weiß ich nicht. Oh Gott. Macht nichts. Hab gleich wieder gearbeitet. Ja. MacGyver war wieder da.
Ja, genau. So, ja. Satt bin ich. Ja, bin auch satt. War sehr, sehr, sehr lecker. Muss ich echt sagen. Also, ja, war wirklich sehr lecker. Also, war lecker, ja. Mega lecker. Es bringt nichts. Ich möchte bloß nicht falsch dargestellt werden. Und die Anna hat mich falsch dargestellt. Das lass ich so was. Du kennst mich, ich bin da so. Ne, lass ich so. Nee, so bin ich nicht sowieso, wie sie mich dargestellt. Wenn sie das so empfindet, ist es ihr Empfinden. Aber, ne, ist immer Empfindungssache. Wie sag ich? Ja. Ich schmiere keinen Honig ums Maul. Ille ist sehr impulsiv und auch. Ich bin doch Gerechtigkeitsfanatiker, bin ich auch. Wollte ich gerade sagen. Ja? Wollte ich gerade sagen. So, und wenn ich das da erwähnt habe mit der Kooperation, das bringe ich zum Ausdruck, was mir nicht gefällt, dann ist das so. Denn, ne, denn es ist Kritik, die ich äußern darf. So wie jeder Kritik äußern darf, darf ich auch. Auch wir YouTuber dürfen Kritik äußern. Okay, damit ist die Sache abgegessen. Ja. Darüber müssen wir dann auch nicht nochmal diskutieren. Nein. Wer uns nicht mag, der geht. Genau. Und wer uns mag, der bleibt. Wer uns mag, der bleibt. Und wer geht also, und geht und meint dann immer Daumen nach unten zu geben, dann soll er tun. Ja. Jetzt, wir wissen jetzt, was wir darüber denken, wie wir das sehen. Macht was draus oder macht nichts draus oder wie auch immer. Und ich glaube auch nicht, dass es unsere Stammabonnenten sind. Wie Luna schon sagt, das sind nicht unsere Abonnenten. Und wenn, dann traurig, dann fände ich es traurig, dass ihr euch nicht zeigt und nicht sagt, was euch nicht passt oder was euch nicht gefällt. Das ist dann erst recht traurig, wenn das Stammabonnenten sind. Das ist dann wirklich traurig, ja. Die sind dann wie so im Vornherein dann nett und hintenrum so. Und so was mag ich auch nicht. Möchte jetzt niemand was unterstellen, aber. Okay, abgehakt die Sache. Wir sind jetzt fertig mit Essen, war sehr lecker. Wir wünschen euch noch was. Und wann wird das Video online gehen? Morgen, Sonntag. Ja. Morgen ist Sonntag, ja. Mhm. So. Morgen geht das Kochvideo online und dann geht das der Mukbang online. Nicht? Morgen ist Montag. Morgen ist Sonntag. Morgen ist Montag. Heute ist Samstag, Schatz. Heute ist Samstag erst? Ja. Ich dachte, heute wäre Sonntag. Das ist mir doch schon ganz zittelig. Ach, ja, heute ist Samstag, mein Schatz. Ja, gestern war Freitag der 22. Ach Gott, ja. Todestag deiner Schwester. Ja, und ich habe heute ist Samstag der 23. Ich habe heute irgendwie schon gedacht, dass heute schon Sonntag wäre. Mm-mm. Und die Woche fängt wieder an, nicht ab morgen. Ja, ich bin heute ein bisschen tüdelig. Ja. Ich meine, kann ja auch mal sein, ja. Jetzt steht dir zu. Darf ich? Natürlich, Schatz. Gut. Natürlich. Wie viel Punkte kriegt denn heute mein Essen? Ja, du kriegst heute die möglichste Anzahl zu erreichender Punkte war 12. Mhm. Das ist die höchste Zahl, die man erreichen kann. Die man erreichen kann, ja. Ich würde dann dementsprechend die Punktewertung auf 15 hochsetzen. Oh, 15 Punkte. Aber 15 Punkte von 12, das ist doch gut. Das ist schon spitzenmäßig, ja. Na, wo liegt doch mal mein. Ja, also ich meine, die Krönung wäre dann so 20, ne? Ja, aber 12, von 12 dann 20 erreichen, na, da muss ich aber dann schon einen Stern hier tragen, du. Naja. Aber ist schon mal gut. 15 von 12 ist eine super Bewertung. Ja, ihr Lieben, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns erhalten. Kritik, konstruktive Kritik gerne in den Kommentaren. Alles andere. Abhaken. Genau. Okay, und was sagen wir denn? Immer wieder gerne. Tschüss.